Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skylines 2. Weiter geht's. Auch hier gibt es viel zu tun und da werden wir jetzt auch direkt mal anfangen. Hier ist leider ein ganz kleiner Unfall passiert. Da müssen wir mal gucken, ob der Verkehr denn allgemein eher abläuft oder nicht. Huch, nein. Wir wollen jetzt nicht speichern. Ich habe nur ganz kurz, das hat gerade irgendjemand angerufen, keine Ahnung wer. Da ich nicht kenne, nicht muss nicht wichtig gewesen sein oder kann nicht wichtig gewesen sein. Ich vermute, aber ich weiß, wer das ist. Ja, ist okay, ich weiß, wer das ist. Alles klar. So, wo ist jetzt der Plan oder was ist der Plan? Also wir haben Mangel an einigen Sachen hier. Einmal an Wohnfläche. Die können wir direkt mal bereinigen. Dann an Büroflächen. Die können wir auch bereinigen. Und natürlich an Gewerbe. Das war natürlich jetzt nicht so aufgezählt, wie es richtig war. Aber okay, passt schon. Haben wir noch Pünktchen? Ja, wir haben noch Pünktchen. Können wir hier eine Recycling? Ne, in Wasser. Moderne Wasseraufbereitung. Okay, wir hätten eigentlich schon. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz was umplanen. Und zwar, wir bauen hier eine Straße raus, die bis zur Autobahn führt. So. Und dann machen wir die nach unten und nach oben. Und hier kommt noch mal ein bisschen was hin. Und zwar hätte ich hier gerne ein Recycling-Center. Ein Recycling, eine Wasseraufbearbeitung. Genau, das habe ich gesucht, das Wort. Okay, wir müssen noch ein bisschen, wir müssen sie noch ein bisschen schieben. Schieben wir sie mal hier hin. Passt das denn dann? Ja, passt. Können wir das Ganze jetzt eigentlich so verschieben? Ja, können wir. Okay, perfekt. Dann kriegt er nämlich das und das. Weil der war ja, erhöht die Wasserreinigungs und der ist, erhöht die Kapazitäten. Und somit dürften die eigentlich auch alle Mann zufrieden sein. Haben wir hier eigentlich schon Parks hingebaut? Ja, hatten wir. Okay, alles gut. Okay, Wasseraufarbeitung läuft und gedeiht. Der nächste Step ist, die Autobahn weiter nach hier zu führen und dann einfach hier den Bogen zu machen, dass wir hier die Industrie ein bisschen vergrößern können. Das ist so der nächste Step, den wir jetzt als vorhaben. Deswegen werden wir jetzt auch schon mal hier Pause machen. Hier mal ganz kurz ein bisschen Tabula Rasa machen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht so mache. Fragt mich bitte nicht. Ich weiß es nämlich selbst nicht. So. Okay. Wir haben hier eine dreispurige, die wir sehr gerne so bauen würden. So, und hier machen wir einen Bogen rein. Könnten wir das Stück vielleicht kaufen, dass das vielleicht ein bisschen. Okay, das können wir nicht kaufen. Scheiße. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Scheiße. Das sieht ja jetzt dann ganz blöd aus. Okay, das müssen wir dann umbauen, sobald wir ein bisschen Geld haben. So. Sorry, das sieht halt wirklich scheiße aus. Ist mir auch bewusst. Aber wir können es gerade nicht anders machen. Wir haben halt nur noch 50.000 auf dem Konto. Und das ist doch relativ wenig. So, das da. Nein! Ey! Blöd, Mann. So, warte mal. Das müssen wir nochmal neu machen. So. Okay. Okay. Hier würde ich nämlich jetzt gleich eine Abfahrt machen. Hier. Ne, warte mal. Hier wollten wir jetzt oder so ein Kreuz machen. Dann wäre das hier eine Abfahrt. Dann Kreuz. Ne, hier ein Kreuz. Dass wir das
anbinden können mit den normalen Abfahrten. Alles gut. Also kommt hier noch eine Abfahrt hin irgendwie. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Gib mir Kohle. 60.000 haben wir auf dem Konto. Was kostet die Kreuzung, die ich gerne hätte? So eine kleine. Was kostest du? Du kostest 2.000. Aber das war die blöde, ne? Ich möchte gerne die hier, genau. Die kostet 8.000, okay. Dann machen wir doch hier schon mal vorab einen Anhaltspunkt, wo wir es bauen sollen. Dann würde ich das nämlich da so hinhämmern. Also müssen wir das doch nochmal wegreißen, es tut mir leid. Wir müssen noch weiter runter. Oder wir drehen es nach oben. So wird es halt auch gehen. Ne, bauen wir es lieber nach unten. Bauen wir lieber nach unten. So. Das sieht aus allen Richtungen ganz gut aus. Unten habe ich nicht geguckt, aber auch unten sieht es ganz gut aus. Dreispurig. So. Hier müssen wir gleich noch ein bisschen was ändern. Aber wir können die schon mal weiterfahren lassen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch was ändern. Und zwar, wir haben hier halt überall eigentlich dreispurige Autobahn. So. Warte, können wir hier draus? Dann. Warte. Okay. Sieht jetzt auch nicht schick aus, aber besser als vorher. Sieht jetzt auch nicht schick aus, aber wie gesagt, besser als vorher. So. Jetzt habe ich noch eine Frage. Konnten wir da? Da konnten wir. Konnten wir hier? Da konnten wir auch. Perfekt. Hier ist jetzt eine zweispurige. Die würde ich dann damit okay, warte mal. Ich habe eine Idee. I have an idea. Oder so ähnlich. Ich habe eine Idee. Aber nur vielleicht. Wenn das funktioniert. Ne, funktioniert scheinbar nicht. Und das abreißen kann ich auch nicht. Okay, so wird es funktionieren. Und so. Und hier draußen machen wir jetzt noch einen doppelten. Eine doppelte Zufahrt. So und so und so. Oh, mach die blöde Ampel da weg, Mann. Ich weiß nicht, für was du hier eine Ampel brauchst, aber. Okay, ich glaube, das könnte so funktionieren. Und hier bauen wir dann tatsächlich die Industrie weiter. Und bauen wir hier direkt einfach dran. So, und gucken mal, wie wir das hinbekommen. Also die Industrie muss einmal weg. Die Industrie muss einmal weg. Ich weiß, dass ihr alle unglücklich seid, aber das ist mir eigentlich ganz egal. Jetzt erwartet am 7. Juli. Das steht jetzt gerade auf meinem Bildschirm. Gerade ist City Skyline abgekackt. Es ist gerade City Skyline abgekackt. Okay, das ist interessant. Wir klicken uns mal ganz kurz durch. Hallo, da ist City Skyline. Was muss ich denn jetzt bitte alles nachbauen? Okay, also, hä? Bitte, was ist denn jetzt hier passiert? Bitte, was ist denn da jetzt gerade passiert?
Okay, ja, also heute einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline. Hier ist ja ein Unfall passiert. Das wusste ich aber schon vorher. Wir reißen heute diese Autobahn hier ab, weil wir da unten gerne eine Kreuzung haben wollen. Deswegen reißen wir jetzt hier ein bisschen mehr ab, weil wir ja wissen, wie das Ganze hier funktioniert. Und ich weiß auch, wie der Plan aussieht. Deswegen werden wir auch diesmal ein bisschen besser planen als vorher. So, wir haben noch 500.000. Und ich weiß auch warum, weil wir hier vergessen haben, hier kommt nämlich eigentlich... Also hier könnten wir ja tatsächlich vielleicht so eine Kläranlage hinbauen. Das wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Wir bauen mal ganz kurz hier eine Straße weg, die bis hierhin führt. Das sieht komisch aus. War die auf derselben Ebene? Ich hasse sowas. Okay. Ich hasse immer noch sowas. Aber ist egal. Die ist jetzt überlappend mit irgendwas. Achso, ja. Natürlich. Die kommen natürlich auch noch weg. Wir brauchen ja ein bisschen Platz hier. Was? Bereits gebaut? Was willst du denn jetzt von mir? Hier weg. Dann würde ich nämlich hier gerne dieses Ding hier hinbauen. So in diese Richtung. So. Dann könnte man nämlich da vielleicht Kreisverkehr reinbauen. Dass die Autos da besser rausfahren. Und dann könnte man vielleicht hier so eine Abfahrt hinmachen. Die so aussieht. Aber nur vielleicht. Wir müssen mal gucken, ob er das denn wünscht. Ja, er wünscht es. So langsam kommen wir dahin. Ich würde auch sogar sagen, wir machen das hier zweispurig. Dann ist es ein bisschen angenehmer für alle Mann. So. Dann würde ich hier gerne maybe diese Autobahn wieder verlängern. Und zwar da oben dran. Und die hier würde ich gerne verlängern. Da dran. Aber du bist nur zweispurig, dreispurig, Entschuldigung. Deswegen, das ist überlappend. Warum ist das überlappend? Jetzt nicht mehr. So, guck mal. Nein. Das sieht doch ganz gut aus. So, dann würde ich hier gerne noch ein bisschen was abändern, weil wir ja hier doch relativ viel immer Verkehr haben. So. Gut. Und da wir den Rest ja dann vielleicht irgendwann später machen werden, werden wir jetzt hier... ist das noch dran? Ja, ist noch dran. So. So. Und hier so einen Bogen ran. Klack. Den machen wir auch dreispurig. So, einen Bogen hier rum. Und maybe da dran. Okay, dann haben wir es ja schon wieder. Ich habe noch eine Idee, da hier vielleicht einige Probleme... Ach nee, die hatten wir ja gar nicht gebaut. Deswegen gibt es hier auch keine Probleme mit der Kacke. Wir hatten nämlich hier Probleme, Kackenprobleme. Aber hier waren auch noch ein paar Gebäude mehr, die jetzt gerade nicht gefordert waren. Deswegen bauen wir sie einfach trotzdem mal hier hin. So, sowas war nämlich hier alles gefordert. Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Dann würde ich das nochmal verbinden hier. Und war das nicht mit irgendwas verbunden? Nö, scheinbar nicht. Okay, alles klar. So, komm, schau mal eine an. Wir können ja hier Gebäude abreißen. Ich würde aber jetzt gerne lieber nochmal speichern. Ich möchte das nicht nochmal neu bauen. Wir drücken hier mal ganz kurz ein, zwei Häuser weg und machen hier eine Straße hin. Die ist nämlich zweispurig und die würde ich jetzt auch gerne weiter zweispurig fahren lassen. Auf 180 Grad. Auf 180 Grad. Okay. Und somit haben wir da eine Anbindung.
Okay, wir können das Spiel wieder ein bisschen beschleunigen. Wir sind ja jetzt wieder pari. Und ja, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal. Das kann doch mal ganz kurz weg. Dann müssen wir das bauen. Ich weiß gar nicht, wo kommst du überhaupt her? Ah, und da kommst du. Und hier kommst du. Dann würde ich doch sagen, machst du mal einen ganz weiten Bogen, dass du mir nicht mehr im Weg stehst. Dann kannst du nämlich auch weg. So. Okay, hier hatten wir jetzt eine einspurige Bahn, die dann... Oh, ich hasse das. So. Okay, dann hätten wir nämlich hier nochmal Platz für Industrie. Ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. So. Okay. Können wir hier eigentlich auch einen Park hinbauen? Ja, das könnten wir. So, dann sind die nämlich auch vielleicht ein bisschen glücklicher. Dann sind die nämlich hier auch ein bisschen glücklicher. Dann kriegen die auch eine Feuerwehr hin und eine Polizeistation und Schule brauchen sie hier nicht. Einen Briefkasten. Und natürlich, das hattet ihr nämlich bis dato noch gar nicht. Ihr kriegt sogar Internet. Stellt euch das mal vor. So, dann haben wir das nämlich jetzt auch alles schön. Das werden wir jetzt hier auch weiterbauen. Heißt also, ich werde das und das abreißen, das und das abreißen. Und wir werden das hier als erstmal als Grundlage nutzen. Und werden wir hier tatsächlich nochmal sowas in diese Richtung bauen. 90 Grad. Was überlappt denn hier? So. Dann fahren wir das hier rüber. So. Und lassen das auch wieder zurückfahren. Okay. Und jetzt ist City Skyline wieder aus. Und ich weiß nicht warum. Dann starten wir einfach das dritte Mal. Das macht Spaß. Ich sehe immer noch, jetzt erwartet am 3. Juli. Ich habe was bestellt, was heute eigentlich ankommen sollte, aber jetzt verzögert ist. Aber dann brauche ich jetzt nicht mehr. Super Spiel. Macht gerade richtig viel Spaß. Richtig viel. Ich habe keine Mods mehr drin. Und es kackt trotzdem ab. Ich verstehe es nicht. Es ist nervig. Es ist aktuell nervig. So, okay. Gut, sind wir wieder da, wo wir eben angefangen haben. Traurig, aber wahr. Was ist bitte dein Problem, dass ich hier die Häuser abreiße? Ich verstehe es gerade noch nicht. Aber ich glaube, muss ich auch gar nicht. So. Okay. Achso. Jetzt haben wir wieder dieses Stromproblem hier. Das werden wir auch nochmal bereinigen oder wieder bereinigen. Und dann setzen wir das mal so dahin. Okay, das machen wir weg. Und dann könnten wir hier jetzt nochmal, jetzt machen wir sogar dreispurig, eine Straße nach hier unten, eine Straße nach da, eine Straße nach dort. Diesmal ist es auch in einem Block, weil ich jetzt in einem Zug gebaut habe. Das ist doch schon mal besser als vorher. So, dann kriegt der hier überall schöne Gebäude hin und dann kann er wachsen und gedeihen. Auch hier machen wir wieder einen Park hin. Diesmal machen wir klein hin. Haben sie diesmal Pech gehabt. Hier machen wir eine Feuerwehr hin. Und eine Polizei. So. Jetzt sind wir auf demselben Trichter wie vorher. Sehr schön. Oder auch nicht so schön. Wir können hier... Die verlangen wieder Wohnungen. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier nochmal ein paar Wohnungen hingestellt bekommen.
So, dann haben wir das auch. So, warum seid ihr denn unglücklich? Was habt ihr denn aktuell? Schlechtes Abwassersystem. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Hatten wir da nicht was vergessen? So. Wir bauen hier das hin. Da das. Hier das. Und hier würde ich jetzt tatsächlich gerne nochmal ein Abwassersystem bauen. Und zwar, das kommt dahin. Können wir das jetzt nochmal verschieben, bitte? So. Okay, steht wieder da, wo es vorher stand, aber ist egal. So, Abwasser ist geregelt. Zuverlässiges Internet. Aha, ja, habe ich zu Hause auch nicht. Also halt die, halt im Bubble. Die 1,7 Millionen für ein Krankenhaus habe ich auch noch nicht, ne? 1,8 Millionen, Entschuldigung. Entschuldigung, da war ja was. 1,8 kostet der Blödsinn, ja. Okay. Ja, prima. Also, wir haben es bis hierhin geschafft. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.